Willkommen beim Frankfurt Style Award hier bei The Arts Plus 2019. Toll, dass Sie da sind. Kunst ist Mode, Mode ist Kunst. Und wir hier bei Arts Plus beschäftigen uns mit der Frage, was ist die Zukunft der Kunst? Und hier haben wir die Zukunft der Mode und deswegen muss das hier sein. Für mich ist das tatsächlich eins unserer Bergfeste hier am Sonntag und damit ein Highlight. Willkommen, Hannemie Stitz-Krämer vom Frankfurt Style Award. Toll, dass Sie wieder dabei sind, Frau Stitz-Krämer. Ja, herzlich willkommen hier beim Frankfurt Style Award und erst einmal herzlichen Dank dem Gastgeber, der uns hier fast eine Woche lang beherbergt hat. Mit einem kleinen winzigen Stand haben wir hier für den Frankfurt Style Award geworben. Und das, was wir heute hier mitbringen, das ist im Grunde genommen direkt aus Paris, vom Laufsteg in Paris, nochmal zur Finissage auf der Buchmesse im Salon der Arts Plus. Und nun übergebe ich der Anke das Wort und auch hier die Regie. Dankeschön. Wir haben drei Kategorien zum Thema Heimat 4.0. Was bedeutet eigentlich Heimat für jeden Einzelnen? Das kann sich jeder von Ihnen mal fragen, denn jeder wird da mit Sicherheit einen ganz anderen Ansatz haben. Aber man kann es auch in drei verschiedenen Kategorien tatsächlich nochmal betrachten. Urbanität ist was Wichtiges. Da ist natürlich die Heimat dabei. Heimat kann aber auch ein Adventure sein, also ein Abenteuer. Denn wenn man beispielsweise ausreist in ein fremdes Land, ist das mit Sicherheit ein Abenteuer. Naja, und dann kann man ja noch sagen, haben wir eigentlich alle eine gemeinsame Heimat und das ist die Erde, also Earth. Das heißt, unsere drei Kategorien nannten sich Urban, Adventure und Earth. Und die jeweils Sieger der Kategorien sowie Zweit- und Drittplatzierte, die wollen wir Ihnen jetzt in der nachfolgenden Show präsentieren. Los geht's! Das ist der Alexander und er trägt das Outfit Refugees Journey von Shir Dani aus Israel. Er war drittplatziert in der Kategorie Urban. Er studiert am Schenker College for Engineering, Design and Art in Tel Aviv und ist Fashion Design Student im vierten Semester. Und das Outfit präsentiert uns Alexander. Frederike, die junge Dame, die uns das nächste Outfit präsentiert. Das ist der zweite Platz in der Kategorie Urban von Valeria Dror aus Israel kommt dieses Outfit. Sie studiert ebenfalls am Schenker College for Engineering, Design and Art in Tel Aviv im dritten Semester. Und sie vereinigt zwei Seelen in ihrer Brust, israelisch und russisch. Einmal ihre Wurzeln, einmal ihre Heimat. Und das hat sie zu diesem Outfit inspiriert. Das Sieger-Outfit in der Kategorie Urban, das präsentiert uns Manuel. Die Designerin ist Melissa Kunz. Sie studiert an der FAMODA, Fashion Design and Tailoring Student. Im dritten Semester ist sie. Und für sie zitiert Heimat 4.0 ja auch so verschiedene Dinge, nämlich Absurdität, Besitztümer und Macht. Und wer viel Geld hat, der will es auch zeigen. Und genau das ist die Aussage ihres Outfits, das uns der Manuel hier vorführt. Wir wechseln die Kategorie und gehen zu Adventure, also das Abenteuer. Und die drittplatzierte oder das drittplatzierte Design präsentiert uns Katharina Dorothee Ahrens. Die werden Sie übrigens noch kennenlernen können. Sie ist an der FAMODA Akademie für Mode und Design im fünften Semester. Zweitplatziert ist der Tibetan Nomad. Ganz, ganz spannendes Outfit von Rivka Mitzkandorf aus Israel, Schenker College of Engineering, Design and Art in Tel Aviv. Sie werden es glauben oder auch nicht, aus diesem Outfit kann man einen Schlafsack machen. Die Siegerin in dieser Kategorie können wir Ihnen leider nicht vorstellen. Wir machen weiter mit der Kategorie Earth. Drittplatziert Silvia Rutz mit We Reap What We Sow. Also, wir ernten, was wir sehen. Und genau das hat sie zu diesem Outfit inspiriert. Jolene präsentiert es uns hier. Und Silvia Rutz aus der Schweiz und sie studiert in Stuttgart an der Modeschule Brigitte Kehrer im sechsten Semester. Jetzt kommt ein Outfit, ich sage Ihnen gleich, den Namen kann ich nicht aussprechen.
Es handelt sich um einen besonderen Baum in Afrika, Bombakakaya. Nehme ich mal an, wer Afrikaans kann, der wird mir helfen können. Drin steckt die Zoe und es ist der zweite Platz in der Kategorie Earth. Aus dem Senegal kommt der Designer Ndero Ndao und er ist in der Masterclass und macht gerade seinen Bachelor in Dakar. Das Siegeroutfit in der Kategorie Earth kommt aus Japan. Das Konzept nennt sich Living von Kuki Iwanaka. Er studiert am Tokyo Institute for Technology und ist dort im vierten Semester. Und er hat sich tatsächlich inspirieren lassen von einem deutschen Fertighaushersteller, nämlich von Baufritz. Ja, und dann gibt es immer beim Urban Fashion neben den Siegern und den zwei Platzierten ein ganz besonderes Talent, was die Juroren überzeugt hat, dass es wirklich sowohl die Message perfekt rübergebracht hat, als eben auch super geschneidert hat und den Entwurf so umgesetzt hat, wie er eben gezeichnet hat. Und das ist das Outstanding Talent. Sie sehen hier das Outfit von Jenna Standish. Sie kommt aus Südafrika und dieser Entwurf nennt sich Cape Town. Lena führt ihn uns hier vor. There's no planet B. Ja, und wie wahr das ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Dieses Outfit ist von Eva Valentina Rute. Vorgestellt wird es uns von Jana Sheen. Und Eva studiert an der Modeschule Brigitte Kehra in Stuttgart im sechsten Semester. Und dieses Outfit war auch das Key Visual des Frankfurt Style Awards Heimat 4.0. Ein Riesenapplaus für die Sieger und die Platzierten des Frankfurt Style Awards 2019 Heimat 4.0. Ja, und wir möchten natürlich sehr, sehr gerne Eva Valentina Rute ihren Preis überreichen. Geh gerne nochmal mit deinem Outfit nach vorne. Und ich bitte zu mir Hannemie Stitz-Gremer, außerdem von Amui Space, Dennis Hüter und Barbara Weigand. Die beiden sind von Amui Space und sie erfahren gleich noch, was es damit auf sich hat. Aber ganz kurz die Frage, warum habt ihr euch für dieses Outfit entschieden, dass dieses Outfit jetzt diesen besonderen Preis von euch erhält? Denn wir reden hier immerhin von 1000 Euro Preisgeld. Wir haben uns dafür entschieden, weil es einfach das gerade darstellt, wo jeder seine Gedanken hat, nämlich was wird aus uns. Und wir sind vor einem großen Wandel und das stellt das irgendwo dar, dass wir eben nicht wissen, was in 10 Jahren zum Beispiel sein wird. Und deswegen haben wir dieses ausgewählt für Frank for Future, um eben als Symbol zu betrachten, was in den nächsten Jahren passieren wird. Und das wird passieren. Wir nehmen dich in die Mitte, weil es hat uns einfach sehr gut gefallen, persönlich, weil ich selber Designer bin, dass eben traditionelle Skills, also auch diese Ornamentik und für mich ist dieses eben auch ein Symbol von allem, was um die Welt herum eben an Tracht oder an Tradition ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, dir den Frank for Future auch zu geben, weil es aber auch Zukunft bedeutet. Und ja, Dennis darf dir das jetzt überreichen. Herzlichen Glückwunsch, Eva Valentina. Jetzt hole ich noch zwei Designer zu uns. Also wir hatten eben schon gehört, wir ernten, was wir sehen. Das ist das Outfit von der Silvia und Annette hat Teile ihres eigenen Outfits an und sie ist heute stellvertretend für Jenna Standish hier für das Outstanding Talent, die heute leider nicht bei uns sein kann. Aber die Annette hat den Style Award in den letzten Wochen schon wirklich ordentlich begleitet und weiß ganz genau, worum es hier geht. Und was ganz spannend ist, heute sind ja die jungen Models hier von East-West Model Agency, die teilweise wirklich zum ersten Mal auf dem Laufsteg stehen. Wir hatten 10 Outfits, aber 11 Models. Und jetzt haben sich diese 3 jungen Damen hier überlegt, wir können ja das 11. Model jetzt nicht einfach ohne einen Dress lassen. Und wenn Sie mal hinten am Stand vom Style Award waren, haben Sie so eine schöne Hintergrundwand gesehen. Die ist jetzt nicht mehr da. Daraus ist nämlich ein Kleid entstanden, beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht ein Kleid, sondern ein Overall. Und den präsentiert Ihnen jetzt die Melissa. Die
dieses Design ist in sage und schreibe einer Stunde entstanden und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu Amui. Und du kannst uns jetzt mal erzählen, was verbirgt sich hinter Amui? Was macht ihr? Das Amui heißt eigentlich zusammen, wir haben es aus der Sprache der Maori genommen, weil der Wunsch jedes Designers ist eigentlich immer auch zusammenzuarbeiten. Und wir möchten mit Amui, was eine Fashion-Tech-Plattform werden wird, die Möglichkeit, diesen jungen Talenten die Chance geben, selber ihre Produktion anzusteuern. Das ist heute so gut wie unmöglich, weil die einfach zu groß, anfach auch anders gesteuert sind, anders aufgestellt sind. Und das macht eigentlich Amui aus, diesen Talenten eine Chance zu geben, im Markt einen Platz zu finden. Es gibt ja jetzt einmal die Auszeichnung des Style Awards und dann eben Amui als Plattform. Ist das für dich eine perfekte Kombination? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal hat es großen Spaß gemacht, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Und das Thema war sehr inspirierend, muss man wirklich sagen. Und dann eben jetzt dieser nächste Schritt, wirklich in die eigene Zukunft zu denken und zu überlegen, sich selbstständig zu machen und so eine tolle Starthilfe zu bekommen natürlich. Ist ein ganz großes Glück für mich. Wenn ich jetzt sage, ich habe die Kollektion von ihr jetzt gesehen oder zumindest ihre Abschlussarbeit, ich würde ihr helfen, quasi, weil ich auch aus der Kunst komme, kenne ich das, also die Essenz rauszunehmen. Was ist die Handschrift, was ist die Idee? Man kann das aufspalten in eine Serie, man kann ihr helfen, okay, wie kann eine ganze Produktionslinie daraus entstehen und aufzeigen, okay, wie können wir es produzieren, in welcher Größenordnung und so weiter und so fort. Also ich denke, da ist ganz viel Potenzial drin, was jetzt der Prototyp zur Produktion eben auch sagt, dass man aus einem Prototyp, wo schon 15 Modelle drin sind, aus einem quasi 15 machen kann. Also das ist, glaube ich, für euch alle drei ein wichtiger Punkt, Sichtbarkeit schaffen. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle für das Gespräch mit euch allen. Und ich gehe rüber zu Hanemi. Ich habe es gerade schon gesagt, der Style Award 2020 sozusagen steht in den Startlöchern. Bevor wir darüber sprechen, kurzes Fazit zum heutigen Tag und zu unserem tollen neuen Preis, den wir heute vergeben durften. Ja, also ich bin überglücklich, jetzt hier mit euch allen zu stehen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir auf einer Karriereplattform hier stehen. Und ich glaube, es ist auch zum Ausdruck gekommen, dass der Frankfurt Style Award selber Karriere macht, indem er entdeckt worden ist von dem Dennis und der Barbara. Weil die zwei eigentlich genau das jetzt anschließend anbieten, was der Style Award an sich nicht kann, nämlich vom Prototyp zur Produktion und dann in den Verkauf zu starten. Und vorhin fiel auch schon ein Stichwort, das war die Win-Win-Situation, die mich schon vor einiger Zeit inspiriert hat für das nächste Thema, Benefits of Change. Also das ist die Herausforderung, die wir an die Studenten und an die jungen Designer, Newcomer Designer für das kommende Jahr ausrufen. Das Ganze wird ab November in die ganze Welt verschickt. Wir haben um die 700, 800 Schulen, die wir ansprechen, die wiederum mit ihren Studenten dabei sind. Und sie dürfen auch alle Alumni von den Schulen und alle, die im Designfach tätig sind und auch selbstständig sind, können an dem Style Award teilnehmen. Also da ist schon so einiges geplant für das Jahr 2020. Vielen, vielen Dank für die tolle Aufmerksamkeit. Ist eine Riesenstimmung hier auf der Buchmesse, muss ich sagen. Ich wünsche Ihnen und euch noch ganz viel Spaß und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen beim Frankfurt Style Award 2020. Tschüss!